sehr viele Jugendliche sagen, die alten Kirchenlieder sind nicht zum Ertragen. Sie finden die voll öd. Und jeden, der sowas singt, den halten sie für blöd. Also blöd sein möchte ich nicht. Wie kann ich denn bloß bewahren mein Gesicht? Es müsste etwas ganz Neues sein. Total super cool, voll trendy, pipi fein. Wir gründen eine Band, echt super hart, okay. Und dann singen wir christliche Lieder. Aber so, dass keiner merkt, da packt sich nieder. Hä? Hey, 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 lieber Gott, du hast uns so lieb, das ist wirklich hot. Ich preise dich, denn du lässt mich nie im Stich. Kaufen uns einen Bass und ein echtes Schlagzeug, dann geben wir voll Gas. Ein lautes Mikrofon, dass man alles hören kann. Und dann schließt die Stromgitarre an der Steckdose an. Jesus, du bist der Herr. Mit dir ist das Leben halb so schwer. Halte deine schützende Hand über unserer christlichen Rock'n'Roll-Band. Ben. Die Massen toben, wenn wir dich loben. Die Jugend wird bekehrt. Ganz unbeschwert, sie alle bringen ihre Gaben und an Tomaten und Eiern können wir uns laben. Hey, 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 yeah, check this out, voll Wahnsinn, super, super, super cool, yeah, yeah, es gibt mir neuen Mut und, ja, aus.